Verschwinden Ihre Nachrichten bei Google Mail? Nachrichten erscheinen nicht im Posteingang. Durch falsche Einstellungen kann es passieren, dass E-Mails nicht korrekt im Posteingang angezeigt werden bzw. direkt in einem anderen Ordner abgelegt werden. In so einem Fall sollte überprüft werden, ob nicht vielleicht ein falsch konfigurierter Filter daran schuld ist, dass Nachrichten bei Gmail den Posteingang überspringen und dadurch nicht richtig angezeigt werden. Doch auch ein falsch konfigurierter E-Mail-Client kann beim Zugriff auf das Gmail-Konto dafür sorgen, dass Nachrichten nicht mehr im Posteingang angezeigt werden. Hintergrund: Sollten solche Nachrichten den Posteingang überspringen, liegt das häufig an einem falschen konfigurierten Filter oder einer falschen Einstellung im Tab Weiterleitung Pop IMAP. Beide Probleme lassen sich jedoch innerhalb weniger Minuten beheben und es sollte durch die fehlerhaften Einstellungen nicht zu einem Datenverlust gekommen sein. Letztlich sind die E-Mails irgendwo im Postfach gespeichert, nur lediglich nicht am richtigen Ort. Filter und Aktionen überprüfen. Im ersten Schritt sollte überprüft werden, ob keine Filter mit Aktionen wie Posteingang überspringen, archivieren oder löschen aktiviert sind. Sollten diese aktiviert sein, sind meistens selbige Auslöser für das Überspringen des Posteingangs bei Google Mail. Besonders wenn viele Filter ineinander greifen, kann es häufig zu diesem unerwünschten Verhalten des Kontos kommen. Um die Filter als Ursache des Problems ausschließen zu können, sollten diese vorerst deaktiviert werden. Sollte das Problem bestehen bleiben, können auch falsche Einstellungen in den Weiterleitungsoptionen für das Problem verantwortlich sein. Weiterleitungsoptionen überprüfen. Sollte die Weiterleitung im Google-Konto aktiviert sein, muss darauf geachtet werden, dass die Option Gmail-Kopie archivieren oder Gmail-Kopie löschen in den Weiterleitungsoptionen nicht aktiviert sind. Diese beiden Optionen führen häufig zu dem oben beschriebenen Problem oder sind zumindest Bestandteil dessen. E-Mail-Programm POP3 richtig konfigurieren. Falls das eigene E-Mail-Programm via POP3 auf das Konto zugreift, muss darauf geachtet werden, dass die Option Gmail-Kopie archivieren oder Gmail-Kopie löschen bei den POP3-Download-Optionen nicht aktiviert worden sind. Darüber hinaus sollte überprüft werden, ob es vielleicht besser ist, eine Kopie der Nachricht auf dem Server zu belassen. Dadurch können beispielsweise mehrere Computer auf ein Konto zugreifen, ohne dass der Client die E-Mail endgültig aus dem Postfach nimmt. Dies ist normalerweise bei POP3 der Fall. Daher ist es sinnvoll, IMAP zu verwenden, wenn mehrere Nutzer oder E-Mail-Programme auf das gleiche Postfach zugreifen können und trotzdem auf synchrone Nachrichten angewiesen sind. Die Einstellungen für den Verbleib einer Kopie der E-Mail können nur lokal auf dem eigenen Computer vorgenommen werden. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie einfach einen Kommentar unter das Video. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie einfach einen Daumen nach oben da.